Introducing the challenger from Atlanta, Georgia, weighing in at 270 pounds, Goldberg! Goldberg mit seinem Auftritt. Er ist ein Teil dieses Matches, dieses Fatal 4-Way Matches um den United States Title. Er ist in dieses Match reingerutscht durch die Güte von Wade Barrett, dem General Manager, und Bryan Danielson, dem US Champion, genauso wie der Rated R Superstar Edge. Ihn haben wir ja heute bereits gesehen im Royal Rumble. Er konnte nicht gewinnen, aber trotzdem hat er doch recht lange durchgehalten. Das kann man auf jeden Fall so sagen, auch wenn es eine kleine Kontroverse gab mit seinem Tag-Team-Partner Randy Orton, wie ich fand. Aber dazu kommen wir vielleicht bei Raw oder hoffentlich bei Raw, denn heute konzentrieren wir uns voll und ganz auf dieses Match. Ja, CM Punk, eigentlich der einzige Herausforderer gewesen, hat das Number One Contenders Match gegen Edge gewinnen können, wollte ihn danach aber mit einem Stuhl attackieren. Matt Sydal schritt ein und hat dann eben den Anruf erhalten von Goldberg, dass sich Goldberg um CM Punk kümmern will. Ja, das passiert dann auch. Goldberg besiegte CM Punk in der darauffolgenden Woche, attackierte ihn aber mit einer Leiter. Und alles in allem hat dazu geführt, dass Wade Barrett und Bryan Danielson dann eben der Meinung waren, die 1 gegen 1 Chance von Punk gegen den Champion Danielson ist damit vorbei, die gibt es nicht. Und Danielson ist so selbstbewusst, dass er sagt, ja, dann nehmen wir einfach die beiden Männer noch mit rein, mit denen Punk richtig Probleme hat. Goldberg und Edge, wir haben sie gerade im Hintergrund gesehen. Und jetzt, Bühne frei für den Champion, Bryan Danielson. Ja, er hat diesen Titel bei December to Dismember von Randy Orton gewonnen in einem Falls Count Anywhere No Submission Match. Ich hab's ja schon gesagt, als Randy Orton in den Royal Rumble reinkam. Danielson gewann das Match durch Submission, aber eben indem er die Arme, die Schultern von Randy Orton so malträtierte, dass dieser nicht mehr auskicken konnte. Aus dem Pin. Ja, und jetzt ist er hier bei seiner ersten Titelverteidigung. Elimination Rules, Fatal 4-Way. Bedeutet, nicht die erste Entscheidung zählt, sondern wir werden mit 4 Männern anfangen. Danach werden es 3 sein, dann 2. Und am Ende bleibt der Einzige übrig, der dann eben Champion ist. Das ist der Titel, um den es geht. Match also offiziell Goldberg, Edge, CM Punk und Bryan Danielson. Los geht's. Ja, und Goldberg kümmert sich sofort um CM Punk und dann... Oh, sehr schön hier. Synchron das Ganze. Double Snake Eyes hier sozusagen.
Und Danielson mit dem Double Underhook Suplex gegen Punk. Ja, Elimination funktioniert mit Pin und Submission, also nicht over the top rope. Wie es ja beim Royal Rumble der Fall wäre. Auch wenn das thematisch natürlich passen würde, aber es wäre schon sehr, sehr komisch, ein Fatal 4-Way over the top rope Match zu sehen. Irgendwie. Aber ja, wir haben uns jetzt hier also aufgeteilt. Aktuell mit Goldberg gegen Edge und Bryan Danielson gegen CM Punk. Oh, und Danielson hat da was vor. Wirft Punk erstmal aus dem Ring raus. Und lauert. Aber hinter ihm lauert Goldberg. Okay. Ist er sich bewusst? Alles klar. Nimmt Anlauf. Und Suicide Dive scheint dann auch getroffen. Nein, scheint nicht getroffen zu haben. Punk hat das Ganze gekontert. Danke an die Kameraführung. Vielen herzlichen Dank. Und Punk mit dem Kendo-Stick will Goldberg attackieren. Der wehrt sich. Und dann mit diesem Front Slam. Danielson holt sich einen Stuhl, natürlich. Fatal 4-Way. No Disqualification. Von Haus aus schon. Und da gibt es den Stuhlschlag gegen Edge. Einen zweiten und einen dritten gibt es nicht. Und jetzt haben wir Punk gegen Goldberg und Edge gegen Danielson. Oh, der Stuhlschlag jetzt von Edge auch gegen den Champion in der Ringecke. Ein zweiter trifft. Und Goldberg will es hier schon beenden mit Punk oder was? Ansatz? Nein. Kein Jackhammer gekontert von CM Punk. Der wieder zum Kendo-Stick greift und Goldberg lässt es nicht zu. Und geht dann in diesen Heel-Hook. Oder in den Knee-Bar, ich weiß es nicht. In diese Leg-Submission. Auf jeden Fall. Und Danielson wühlt wieder unterm Ring. Ein Roller von Punk gegen Goldberg. Oh, Kendo-Stick von Danielson. Zwei Schläge gegen Edge. Das soll reichen, sagt er. Nein, Kick-Out bei zwei. Wir bleiben noch mit allen vier Mann hier im Ring. Ja, das Running Knee und dann in den Bulldog. Die patentierte Kombination von CM Punk gegen Danielson. Ist natürlich auch eine Taktik, den Champion zuerst zu eliminieren. Dann kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass es einen neuen Champion gibt. Aber das geschieht hier erstmal nicht. Der Kendo-Stick ist zerbrochen. Goldberg schlägt den Champion mit dem Kendo-Stick und der zerbricht. Dropkick gegen Punk. Wow. Eins. Nein. Und Edge jetzt mit Execution gegen Goldberg. Eins. Zwei. Und nicht die drei. Und währenddessen der Schlag mit dem nächsten Kendo-Stick. Danielson gegen Punk. Und jetzt hier eine Powerbomb gegen Edge. Von dem wohl stärksten Mann hier in diesem Match, von Goldberg, der sich dann auch direkt Punk schnappt und den Gut Wrench Suplex zieht. Eins, zwei und nicht die drei. Oh nein. Dragon Sleeper vom American Dragon, von Bryan Danielson gegen CM Punk. Wir wissen, wie gut der Mann mit Submissions unterwegs ist. Aber Punk befreit sich, zieht da die Knie hoch. Und dann... Oh nein, mitten im Ring der Piledriver. Danielson macht da erstmal Pause und währenddessen eine Art Godbuster gegen Punk von Edge, der blutet. Platzwunde bei CM Punk. Whip-In von Edge. Und mit dem Flapjack abgeräumt. Das Cover. Eins, zwei, nicht die drei. Und währenddessen Danielson draußen mit Goldberg, der an der Barrikade lehnt. Gefühlt stehend angeschlagen. Stehend K.O. war in dem Moment. Aber alles gut. Und jetzt Snake Eyes. Nicht nur auf den Apron, sondern auch auf den Stuhl. Und der nächste Kendo-Stick, der über
einem der Kontrahenten hier zerbricht. Diesmal ist es über Goldberg durch die Hände von Edge und Tiger Suplex. Okay, Goldberg und Danielson denken sich auch einfach, wir treffen uns dann auf der anderen Seite. Gar kein Thema. Und Edge, ja, der sieht Punk auf sich zukommen, aber rechnet nicht mit diesem Schlag auf den Kopf und dann auf das Bein und hier nochmal der Arm. Und der Spear, als wäre die Schlagserie mit dem Stuhl nicht effektiv gewesen. Kommt er einfach mit dem Spear und Punk liegt flach. Edge aber gerade ebenso. Und jetzt Half and Half Suplex gegen Goldberg von Danielson. Oh, Goldberg kümmert sich um den Champion. Edge kümmert sich um Punk oder auch nicht. Dann kommt Goldberg mit dem Bulldog. Gibt natürlich auch kein Countout. Deshalb können die da draußen so lange tun, was sie wollen. Jetzt wird es aber wieder etwas gesitteter hoffentlich. Punk befindet sich im Ring. Ne, kommt sofort wieder raus. Und Danielson mit dem nächsten Stuhl. Spinning Heel Kick von Edge. Schönes Ding. Und währenddessen wird Punk in die Barrikade gehämmert von Goldberg. Okay. Jetzt müssen alle an die Barrikade oder was? CM Punk mit einem Suplex. Nein, Edge kontert. Mit dem Bulldog dann. Und Shoulderblock von Goldberg gegen Edge. Und ja, der Neckbreaker. DDT gegen Danielson. Clothesline von Goldberg gegen Punk. Und Vorarm von Edge gegen Goldberg. Können wir mal bitte zu irgendeiner Entscheidung hier kommen gerade? Ich wäre euch unglaublich dankbar. Das glaubt ihr ja gar nicht. Godbuster und Snap Suplex. Hier synchron gezogen. Ein bisschen Verwirrung. Und jetzt geht Punk wieder in den Ring. Durch Edge. Und draußen gibt es den Fujiwara Armbar von Danielson gegen Goldberg. Und der Schlag mit dem Stuhl von Edge gegen CM Punk. Ah, Edge läuft da in die Ringrichterin rein. Kassiert den Bodyslam und Goldberg mit dem Big Boot gegen den Champion. Und da blutet auch dieser. Oh, Punk mit Edge auf dem obersten Seil. Ich kann mir gut vorstellen, dass es der Pepsi-Plunge werden sollte. Aber Goldberg unterbricht und wird jetzt hier auf die Schultern genommen. Zum Go to sleep. Und Edge unterbricht das Ganze. Lässt Punk nicht Goldberg eliminieren. Muss dafür jetzt aber wieder in die Ringecke und wieder nach oben. CM Punk mit dem Pepsi Plunge gegen Edge. Das Cover kommt sofort. 1, 2 und Kickout. GTS und Pepsi Plunge. Schon zwei seiner Paradeaktionen gezeigt. Und der Pepsi Plunge reichte nicht für den ultimativen Opportunisten. Für Edge. Den Rated R Superstar. Nennt ihn, wie ihr wollt. Jetzt geht Punk wieder auf Goldberg los. Aber Danielson kümmert sich dann um Punk. Also man scheint sich generell einfach nicht zu mögen hier unter den Vieren. Was ich ein bisschen erstaunlich finde. Ich habe ja wirklich damit gerechnet, dass wir eine 3 gegen 1 Situation bekommen. Bis CM Punk eben raus ist. Und dann gibt es ein ja, relativ normales Triple Threat. Aber man scheint sich einfach grundtiefst zu hassen. Oder unsympathisch zu finden. Sagen wir es mal so. Jetzt haben wir im Ring Goldberg und den Champion. Heel Kick. Und Goldberg
mit dem Ansatz zum Jackhammer. Hat den Champion oben und der kontert. Der zweite Jackhammer, der außen kontert wird. Und draußen gibt es einen Sharpshooter gegen Edge. Was macht Goldberg im Ring? Setzt nochmal an. Swinging Neckbreaker. Schönes Ding. Und jetzt setzt er nochmal an. Er will das jetzt unbedingt beenden. Und Jackhammer gegen Bryan Danielson. Eins, zwei und nicht die drei. Der Champion bleibt im Match. Aber Goldberg macht nochmal ernst, setzt erneut an zu einem weiteren Jackhammer, den Danielson wieder auskontert. Und dann gibt es diesen Running Elbow. Ja, und Punk und Edge draußen. Gutbuster von Edge. Aber drin ist es hier gerade etwas spannender, denn drin gibt es eben die Möglichkeit, das Match zu entscheiden. Power Slam von Goldberg. Das da draußen ist einfach eine Schlägerei. Barrikade, Tisch, Barrikade und Ringtreppe. Goldberg im Ring. Liegend. Dann treffen sich die Blicke von Punk und Danielson und dann ist es wieder Punk gegen Goldberg. Und Goldberg mit den Snake Eyes gegen CM Punk. Noch alle vier im Ring und Suplex Hip Toss Variante hier von Goldberg. Bulldog gegen den Champion und Shoulderblock gegen Edge. Jetzt geht's draußen auf die Beine des Champions. Dann merkt Goldberg, da steht CM Punk wieder auf. Man springt dann hier, ja, aneinander vorbei. Und Punk holt sich Goldberg in den Ring. Und Goldberg, der hat heute richtig Bock auf seinen Jackhammer. Und zeigt ihn auch gegen Punk. Eins, zwei und nicht die drei. Der Jackhammer entscheidet keine Matches. Snap Suplex gegen Edge von Danielson und Goldberg. Nimmt Anlauf für den Spear. Plättet CM Punk mitten im Ring. Und dann auch draußen der Spear von Edge gegen Danielson. Und erneut Goldberg. Ansatz zum Jackhammer wieder ausgekontert. Bulldog von Punk und Big Boot von Edge. Gegen den Mann aus Chicago. Und jetzt haben wir Edge gegen Goldberg. Vorarm in der Ringecke. Draußen, ja, da treffen sich die Blicke erneut von Punk und Danielson. Und drinnen wartet Edge auf Goldberg. Der Spear gekontert in den DDT. Der Konter von Goldberg. Eins, zwei und nicht die drei. Langsam dürfte der Frust einsetzen bei Bill Goldberg. Da endet einfach kein Pin bei drei nach seinen Aktionen. Er greift zur Ringtreppe, aber Danielson unterbricht das Ganze. Oh, Inverted Suplex von Edge gegen Danielson. Und jetzt CM Punk mit Goldberg auf den Schultern. Und da muss Goldberg in die Barrikade. Rücken voran. Also wenn die so weitermachen, haben wir gleich ein Fatal 4-Way Match in Royal Rumble Länge. Was macht Goldberg denn jetzt? Der sucht sich aber auch gerade den längsten Weg aus. Goldberg mit der Clothesline gegen Edge nach draußen. Schöner Running Elbow nochmal hier von Danielson gegen Punk.
Und Goldberg mit der zweiten Ringtreppe wird wieder unterbrochen vom Champion. Es scheint, als wäre dafür Danielson eine Grenze überschritten. Und da gibt's den schönen Backbreaker, den Double Unlock Backbreaker, den CM Punk ja einst taufte Welcome to Chicago, Motherfucker. Das ist der offizielle Name dieses Moves, wenn CM Punk ihn ausführt. Bitte verzeiht mir also, falls das nochmal vorkommen sollte. Dankeschön. So, jetzt haben wir Danielson gegen Edge und Goldberg gegen Punk. Und da gibt's den Fallaway Slam und der trifft sogar noch den Stuhl. Was für ein Chaos. Hurricane Runner von Punk und wieder der Bulldog von Edge. Können wir es doch bitte mal irgendwie das Ganze wieder in den Ring verlagern? Sonst müssen wir halt wirklich drüber nachdenken, Time Limits einzubauen. Das kann doch nicht sein. Danielson jetzt auf jeden Fall im Ring, wartet auf einen Gegner. Half it auf Suplex! Mit Überschlag das Ganze sogar noch von Goldberg gegen Edge. Punk hängt in der Barrikade, wird sofort gegriffen von Goldberg und in den Ring geschickt. Wo Danielson bereits wartet. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Die Stomps in den Rücken. Eins, zwei und drei. CM Punk ist raus. CM Punk ist raus. Die Stomps haben genau gesessen. Danielson weiß, wo er da anzusetzen hat. Und jetzt Neckbreaker gegen Edge. Und Busaikoni gegen Goldberg. Eins, zwei und nicht die drei. Ich wollte gerade schon sagen, jetzt fallen sie alle um wie die Fliegen. Aber nein, Goldberg bleibt im Match. Danielson nimmt nochmal Anlauf für das zweite Knie, das aber jetzt daneben geht. Dann ist Edge aber schon wieder da und da gibt es die Kicks. Und German Suplex gegen Edge. Danielson auf jeden Fall richtig gut drauf. Suicide Dive in den Rücken. Edge kommt da einfach angesprungen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Oh, hat man sich jetzt darauf geeinigt? Zwischen Goldberg und Edge, dass man auf den... Nein, auf den Champion geht. Dachte ich gerade schon. Aber das passierte nicht. Und Edge ist mit der Offensive gegen Goldberg. Die Schläge in den Rücken. Bevor es den German Suplex gibt. Und jetzt ist Edge gerade der dominante Mann hier in diesem Dreiergespann. Ein Vorarm gegen Danielson. Ich wiederhole mich gerne. Die Entscheidung muss im Ring getroffen werden. Draußen bringt das alles gar nichts. Und jetzt eine Doppelteam-Aktion. Doppelter Neckbreaker. Edge in der Barrikade. Und Goldberg zeigt an, ich werde euch zerbrechen. Baut sich da vor Edge auf. Um ihn dann sofort zu greifen und in den Apron zu schleudern. Oh, Danielson gefangen zwischen den Herausforderern. Aber da räumt er Edge ab. Oh, nochmal. Dieser Elbow. Danielson jetzt im Ring. Edge mit einem Fisherman Suplex gegen Goldberg. Und Danielson, der sich langsam wieder anschleicht, aber da hat Edge sicherlich schon mitbekommen, dass er ankommt. Und ja, Danielson sorgt für Ordnung, holt beide Männer in den Ring zurück. Und natürlich, das gab es heute noch gar nicht. Ansatz zum Jackhammer. Gegen Edge. Eins, zwei und nicht die drei. Es funktioniert einfach nicht für Goldberg. Back Elbows in der Ringecke.
Eins, zwei und drei. Die haben mal richtig gut gesessen, auch wenn es nicht der Jackhammer war. Und wir bekommen auf jeden Fall einen neuen Champion. Edge oder Goldberg. Wer wird es sein? Edge setzt an zum Canadian Destroyer. Den haben wir schon im Rumble-Match gesehen. Jetzt zeigt er ihn noch einmal. Und dann Crossface. Im Crossface und Goldberg. Oh, da wird der Rücken richtig durchgedreckt. Und da muss er tatsächlich tappen. Und Edge holt sich den United States Titel. Was für ein wunderschönes Fatal 4-Way Match. Danielson eliminiert Punk, Goldberg eliminiert Bryan Danielson und Edge gewinnt am Ende gegen Goldberg. Es war von Anfang an sein Ziel, diesen Titel zurückzugewinnen für Randy Orton. Für seinen Teamkollegen, für seinen Freund von Rated RKO. Und jetzt hat er es geschafft. Er gewinnt den United States Title gegen drei großartige Kontrahenten. Das war also das United States Titel Match. Im nächsten Match geht es um den WWE International Title, wenn Triple H gegen Wes Lee verteidigen muss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.